Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Ubuntu 10.04 auf Ubuntu 10.10 upgraden können. Im Normalfall werden dabei keine persönlichen Daten gelöscht, es wird nur Ubuntu selbst upgradet und Ihre Daten, die Sie da über längere Zeit angelegt haben, bleiben im Normalfall immer erhalten. Für das Upgrade von Ubuntu gibt es jetzt, genau gesagt, zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten, die relativ einfach sind. Sie werden jetzt sicher denken, okay, es gibt ein Upgrade bzw. Update für Ubuntu, da gehe ich doch mal ganz fix auf System, Systemverwaltung, Aktualisierungsverwaltung und dann sollte doch Ubuntu mir sagen, es gibt eine neue Version. Dem ist aber nicht so, wir sehen hier keinen Hinweis auf eine neue Version. Stimmt auch, es gibt in genau genommen auch für die Version keine. Jetzt zeige ich noch einen anderen Weg, wo dann uns Ubuntu mitteilt, dass es eine neue Version gibt und dazu müssen wir unter Anwendungen, Zubehör, Terminal. Und hier geben wir Update-Manager-D ein. Update-Manager-D. Enter. Und jetzt kommt ebenfalls die Aktualisierungsverwaltung. Und jetzt kommt der Hinweis, neue Ubuntu-Version 10.10 ist verfügbar. Wenn wir uns jetzt nochmal die andere Aktualisierungsverwaltung anschauen, hier über Systemverwaltung, Aktualisierungsverwaltung, geht es in dem Fall nicht, weil wir jetzt die gleiche haben. Also hier wird das Ganze nicht angezeigt. Der Grund dafür ist ziemlich simpel. Wir arbeiten hier momentan auf einer 10.04 LTS-Version. Das LTS steht für Long Term Support und diese Long Term Support wird länger, sprich 3 Jahre, also 10.04 bis 2013, genau genommen bis April 2013, von Ubuntu bzw. Canonical mit Updates unterstützt. Das heißt, gerade für Firmen und für Langzeitanwender ist eine LTS-Version besonders sinnvoll. Die LTS-Version hat jetzt eine spezielle Einstellung, dass nur Langzeitunterstützungs-Updates angezeigt werden. Und genau das ist der Grund, warum hier in der normalen Aktualisierungsverwaltung auch kein Upgrade für Ubuntu angezeigt wird. Wenn Sie das trotzdem haben möchten, sprich, dass auch hier andere Upgrades-Updates angezeigt werden für Nicht-Langzeitunterstützungssysteme, dann gehen Sie auf System, Systemverwaltung und auf Software-Paketquellen. System, Systemverwaltung, Software, Paketquellen, hier draufklicken, dann hier auf Aktualisierungen und hier haben wir unten Freigabeaktualisierung und hier steht schon nur Freigaben mit Langzeitunterstützung, also sprich nur die Dateien, die Langzeitunterstützung, sprich LTS unterstützen, werden angezeigt und wenn wir hier draufklicken und hier übliche Freigaben anklicken, dann wird auch alles angezeigt, was so von Ubuntu Neues angeboten wird, sprich auch die 10.10 Version. Also wenn wir das jetzt hier schließen, hier nochmal auf Prüfen klicken, das ist der normale Systemaktualisierer und jetzt steht hier oben auch neue Ubuntu Version 10.10 verfügbar. Also sollten Sie eben keine LTS-Version haben, dann wird das hier so angezeigt. Sollten Sie eine LTS-Version haben, dann wird das eben nicht angezeigt, nur mit diesem Trick über die Software-Paketquelle bzw. über die Änderung in der Software-Paketquelle Aktualisierungen. Und in dem Fall, was ich jetzt Ihnen gerade gezeigt habe, sprich Update-Manager-D, hebelt das Ganze im Prinzip aus und zeigt alle Aktualisierungen im Prinzip an, die verfügbar sind. Also wenn wir nochmal hier reinschauen, Update-Manager-D ist im Prinzip genau die gleiche Aktualisierungsverwaltung, eben nur ohne diese ganzen Einstellungen. Und hier haben wir dann auch automatisch alle, auch in dem Fall jetzt hier die Upgrade-Version für Ubuntu, die es so gibt. Also wie gesagt, das ist der Trick und sollten Sie Ihre LTS-Version weiterhin nutzen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Punkt bei System, Software-Paketquellen unter Aktualisierungen nur auf LTS-Unterstützung praktisch angeschaltet zu haben, denn dann bekommen Sie auch nur Updates, die für längere Zeit da sind, beziehungsweise Aktualisierungen. Und das ist dann im Prinzip sicher oder besser als das, was ich jetzt Ihnen gerade gezeigt habe. Und wenn Sie irgendwelche Updates möchten, beziehungsweise Upgrades, dann würde ich Ihnen immer die Terminal-Version empfehlen, sprich Update-Manager-D. Da wird Ihnen dann praktisch alles gezeigt und wenn Sie dann Ihr Ubuntu aktualisieren wollen, dann klicken Sie hier auf Aktualisieren, dann wird das Ganze aktualisiert. Gut, soweit zu dem. Sollen Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns an, E-Mail, Forum oder YouTube und bis zum nächsten Video. Ciao! Thank you.